Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem besonderen Video mal ausnahmsweise auf diesem Channel. Jetzt hat es mal nicht großartig was zu tun mit App-Hacks oder was weiß ich nicht, sondern das ist einfach so ein kleines Video über den aktuellen Sachverhalt zu Artikel 13 und was da jetzt hintersteckt, sag ich mal, falls ihr es noch nie mitbekommen habt, was jetzt Sache ist, was man vielleicht tun kann. Ihr wundert euch vielleicht, okay, wir sind natürlich noch ein kleinerer YouTube-Channel, aber wir, genau wie wir, seid auch ihr so als einzelne Personen und auch große YouTuber, andere Unternehmen, alle, eigentlich sind jeder betroffen von dem Artikel 13 und auch ich wollte jetzt dazu meine Meinung sagen, weil jeder sollte da etwas zu sagen, seine Meinung kundtun, teilen, wo es nur geht, Meinung liken, retweeten, was weiß ich nicht, Politikern schreiben und Demos machen, was weiß ich nicht alles, einfach weil damit Artikel 13, der sogenannte Upload-Filter, nicht erscheint, damit das EU-Parlament doch nochmal weiß, okay, anscheinend wollen sie es ja doch nicht, weil bisher kriegen sie es nicht mit, dass keiner es will. Der Sachverhalt darum ist, Artikel 13 soll eine EU-Urheberrechtsreform sein, die einfach dafür sorgt, dass zum Beispiel, wenn jetzt du jetzt in diesem Fall oder ihr ein Lied komponiert. Es ist natürlich sein Lied, man will vielleicht auch, was weiß ich, damit Geld verdienen. Man will selber zeigen, hier, das ist mein Lied und hat natürlich auch ein Recht darauf, dass nicht jeder das hochlädt. Und das ist so der Hintergedanke von Artikel 13, dass sag ich mal, wenn man ein Lied komponiert hat, dass man das auf eine Datenbank, sag ich mal, mehr oder weniger saved, dass diese Datenbank dann erstmal erkennt, alles klar, das ist sein Lied, das heißt, XY darf es nicht hochladen. Das halt mal, dass die Datenbank automatisch erkennt, nein, du darfst das nicht hochladen, wird dann direkt blockiert. Ist an sich, finde ich, auch eine gute Sache, dass natürlich hat jeder sein Recht auf seine eigenen Sachen. Dass man natürlich keinen Bock hat, dass man dass irgendein Hänsel das hochlädt. Das Problem an dieser Sache ist, eine Datenbank, das ist so gesehen jetzt so geplant, dass so Programme wie YouTube, Facebook, Instagram und viele, viele weitere, Reddit, was einem so einfallen kann, dass die, sag ich mal, mehr oder weniger so einen Upload-Filter mit in ihren Programmen auf ihrer Seite mit einschließen. Ja, man kann es so gesehen ein Programm nennen, was dann, bevor was hochgeladen ist, bevor was veröffentlicht ist, sofort erkennt, oh, nein, dass da an diesem hast du keine Rechte. Dass es direkt abgeblockt wird, nein, du hast daran keine Rechte und das, also kannst du es auch nicht hochladen. Und wie im Fall von YouTube, dass da zum Beispiel erkannt wird, okay, diese Musik läuft im Hintergrund, das heißt direkt abgeblockt. Haken an dieser Sache ist einfach, dass zum Beispiel Unternehmen oder auch politisch engagierte Leute oder was weiß ich nicht sagen können, okay, der redet schlecht über mich, also sorge ich dafür, dass das verboten wird. Auch dies schließe ich nicht aus und man weiß so oder so, ein Programm an sich ist nicht fehlerfrei. Wie soll es auch fehlerfrei laufen? Das heißt, keine Memes werden erlaubt, keine Satire, weil ein Programm, wie will ein Programm erkennen, was Satire ist und was nicht? Das kann ein Programm einfach nicht erkennen. Was wiederum für eine, sag ich mal, für eine Zensur sorgen würde. Zum einen denkt man sich vielleicht, okay, hat man vielleicht einmal mitgekriegt zum Koalitionsvertrag zwischen der CDU, CSU und der SPD. Da haben sie sich ganz klar gegen den Upload-Filter geäußert, was auch in diesem Vertrag inne steht. Nur kam in der vergangenen Woche dann die Einigung mehr oder weniger, dass dieser Upload-Filter doch wohl erscheinen soll, dass man sich darauf geeinigt hat. Das heißt, Deutschland hat nachgegeben und Frankreich gesagt, jo, ihr habt recht. Was wiederum zeigt, was für großartige Vertretung in diesem Fall von der CDU geleistet wird und jetzt soll Ende März, Anfang April, in dem Zeitraum soll dann die finale Entscheidung kommen, sage ich mal, im EU-Parlament. Die Frage, was man dagegen tun kann. Zum einen kann man einfach sein Missmut, so wie ich es tue, in einem Video teilen, solche Videos teilen, liken, das
einfach so ein großes Spektrum da ist. Die Politiker die Sorgen vielleicht in einer E-Mail verfasst oder seinen Missmut. Natürlich in einer professionellen Weise, nicht beleidigend oder sonstiges. Dies scheint nicht unter anderem zu klappen, wie man heute zum Beispiel ich gesehen hatte, zum, bei einem Herrn Schulze, der einfach sowas erkennt, okay, Google, ich kriege ganz viele Mails von Google-Konten, okay Google, warum schickst du mir solche Fake-Bots? Was einfach schon wieder so respektlos, Überheblichkeit, was weiß ich, einfach Dummheit, schon wieder zeigt, was da für eine Vertretung auf unserer Stelle sitzt und andere Möglichkeiten, die man einfach da machen kann, wie gesagt, seine Meinung kundgeben. Es gibt in der nächsten Zeit in Köln, in Frankfurt, in Berlin wird es Demos geben, in anderen Städten veranstaltet selber eine, teilt eure Meinung mit, dass die Chance da ist, dass auch die erkennen, dass wir es nicht wollen. Dass wir nicht für eine Zensur sind unserer Meinung. Also es würde bis zu 2 Jahren dauern, bis es soweit wäre auf deutscher Ebene, wenn man sich darauf wirklich einigen sollte. Ich würde einfach meine Meinung so raushauen, was ich einfach hoffe, dass ihr es schon längst getan habt, euch einfach so solche Videos teilt, selber euch auseinandergesetzt habt mit dem Thema, dass ihr eure Meinung auf jeden Fall preisgibt, also das und diese auch verbreitet. Solche Videos teilt von anderen, Wissen2go, Pete's Meat, Revi, also ich, Herr Newstime, Gronkh hat sich dazu geäußert, also jeder YouTuber äußert sich dazu. Es gibt genügend Politiker, die sich dagegen äußern. Einfach sich mit denen auseinandersetzen, solche Meinungen teilen, dass auch wirklich jeder von diesem EU-Parlament so herablassend und dumm, die sich auch verhalten. Dass die, auch spätestens die dann merken, okay, so wie wir es aktuell wollen, so funktioniert es nicht. Das ist halt einfach super wichtig. Das ist auch, finde ich, der komplett falsche Weg. Also, und das sollte man auf jeden Fall kundgeben. Deswegen, was ist das auch schon von meiner Seite? Ich hoffe, konnte euch irgendwie jetzt was vermitteln, euch was zusprechen, dass ihr euch spätestens jetzt äußert, falls ihr es noch nicht getan habt. Eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben, es teilt, andere Videos teilen, was machen. Und damit verabschiede ich mich auch. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.